Diese Woche geht es wieder los, Leute. Jetzt hatten wir schlecht Wetter. Man sieht ja noch, überall liegt Schnee. Wir hatten teilweise minus 14 Grad nachts. Da kannst du nicht viel machen. Kannst du auch keine Gewährleistung geben. Wenn der Frost aus dem Boden geht und du da irgendwo Erdbaum machst, dann hast du nachher Versackung. Das wollen wir natürlich nicht. Jetzt sind wir gerade mit dem Tieflader unterwegs. Hier, guck mal eben hier. Jetzt holen wir nämlich den Bagger ab. So sieht das aus. So, ihr Lieben, da steht der Bagger. Bagger brumm brumm. Den wir machen jetzt Rolli Rolli. Und dann geht er zur nächsten Baustelle. Ich kann diesen Kackschnee nicht mehr sehen, wisst ihr das? Ich bin froh, wenn es endlich wieder losgeht, Alter. Wenn das Telefon klingelt und wir endlich wieder Gas geben können. Mein Gott, ey. Nervig. So, Bagger ist verladen. Ich habe hier extra noch die Gurte gespannt, weil die Hydraulik ja nachlässt. Ich habe so ein bisschen Angst, dass mir der Greifer nachher in die Kabine reinfällt. Weißt du, meine ich, weißt du, wenn da Schlaglöcher kommen. So, alles festgezurrt. Wir haben eben noch mal das Eis aus dem Laufwerk gekloppt. Alter, guck mal an hier. Alles gut. So, Schaufel ist auch fest. Also kann die wilde Fahrt abgehen hier. Oh, Leute, bin ich das leid, das Wetter hier echt. Ich kann es immer nur wieder betonen. Guck mal hier, das schöne Auto. Überall diese Salzkristalle, da hätte ich was gesagt drauf. Wieder gewaschen werden. So, Scania ist geparkt. Jetzt müssen wir hier mit dem Volvo los. Zack. Container tauschen. Mein Fahrer hat einen Termin. Das heißt, ich muss hier ran. Auf geht es. Im Spiegel sauber gemacht, dass man auch schön was sieht. Das ist immer wichtig. Scania. Ja? Guck mal, Leute, die Leute vermissen schon. Jetzt war schlecht Wetter zwei Wochen, schon vermisst. Das ist schon wie. Ja. Du Buffer, du wirst sehen, du Buffer. Hier, Container holen wir jetzt weg. Guck mal, der Bagger war beim Lacker. Er hat jetzt in unseren Farben lackiert. Maler V, danke, V Werbetechnik. Guckt euch das an. Wie schick er jetzt aussieht. Hier war nämlich eine Garage, die reißen wir jetzt weg. Räumen wir so ein bisschen auf. So sieht das aus. Du guckst, was guckst du jetzt? Du scheiß Mongo. Ey, aufpassen! Ihr müsst mal. Oh, warte mal, jetzt baggert er. Geh mal aus dem Bild, Mann, du Affe. Ich will das mal sehen jetzt. Tschüss, er sagt tschüss, verpiss dich. Ein geiler Bagger, ey, der 6-Tonner ist echt cool. Den Container macht er voll, Radlader steht hier auch bereit. Und wir holen jetzt mal den Stubbencontainer weg hier. Digga, du nervst, was, sag mal, was los ist hier. Ich bin rausgezogen in meinem LKW. Wie der LKW in Lübeck. Erstmal eine Dreiviertelstunde gut. Oh. Ja, ein bisschen. Hier, Container muss ich holen. Guck mal, Leute, der Radlader stand jetzt auf dem Platz. Und guck mal, was wir entdeckt haben. Wir gucken mal, ob das der Tank ist oder nicht. Weil hier ist nämlich aufgeflext. Guck mal, hat irgendeiner aufgeflext. Das ist hohl. Oder ist das der Tank? Guck mal, der ist aufgeflext. Hier und hier vorne haben sie uns die Kappe schon geklaut. Ey, das ist so traurig, diese Leute muss man normalerweise dieses Handgelenk brechen, weißt du das? Hier, guck mal. Hier fehlt die Schutzkappe. Da drüben ist sie noch drauf. Hier ist sie weg. Die war letztes Mal lose und ich habe mich noch gewundert. Ich denke, okay, habe ich festgeschraubt, ist sie ganz weg. Aber ist das der Tank? Nee. Nee. Ist wahrscheinlich nur so, ne? Ein Schutzding. Die haben bestimmt gedacht, dass der Tank ja. Ist. Sind dann gestanden, ja. Haben die bestimmt da ja. Hier, guck mal. Was für Wichser, Alter. Aber kannst du nochmal abklären? Du bist jetzt Bauleiter oder was? Ja. Guck mal.
Container ist jetzt drauf, stell dich jetzt um. Draußen steht ein Leerer, ich stell dich den rein. Der Bagger ist noch heil. Ist, ja, noch. Du Bastard, aber wie lange du Bastard, hä? Bastard, no, noch sind keine Karte. Ey, Bastard. Jetzt bin ich am Telefon, Digga. So, ich muss Container tauschen. Ich hab nicht so viel Zeit wie ihr. Oh, hat Jagalone wieder kaputt gemacht. Ja, genau. Alter, ist das eine Aufgabe hier? Füllen, lenken, fahren, konzentrieren. Der Pässer ist drin. Ja, er muss genau auf den Kufen. Der hat sich gut aus. Jo. Guck mal an. Ich habe einfach keinen Bock mehr auf dieses Wetter. Ehrlich, ich habe das schon 20 Mal gesagt, es kotzt mich einfach an. Ich will endlich wieder Gas geben, Mann, mal was reißen. Du stehst hier in Schnee, kalt, nass. Ah, hau ab, Mann. Wir koppeln jetzt den Tieflader ab hier und machen die Kippenmulde hinter, bereiten schon mal alles vor für morgen früh. Und dann fahren wir nämlich, wo wir den Bagger, den 135er hingebracht haben heute Morgen, da fahren wir nämlich Abfuhr machen. Ja, dann ist das auch schon erledigt. Auf geht er. Wenn ich jetzt stehen bleibe, hier sieht man mich gleich nicht mehr, weil ich eingeschneit bin. Eine Scheiße hier. Wir haben gestern noch den Bagger abgeholt. Ich habe vergessen zu filmen gestern Abend noch, weil mitten auf der Straße dann Berufsverkehr und da habe ich gedacht, nee, komm. Und dann habe ich das in Gedanken vergessen. Ja, wir haben gestern noch den Bagger aufgeladen hier. Auf das Tiefbett, auf den Tieflader. Sieht man aber, glaube ich, schlecht, oder? Ja, ihr Lieben, jetzt bin ich mit dem Dreiachser unterwegs. Und nachher müssen wir den Bagger noch abladen. Also heute ist noch ein bisschen Action hier. Und jetzt muss ich einmal einen Container hinbringen, weil wir nämlich fertig sind mit der Baustelle, so eine Ladepritsche da, weil wir fertig sind mit der Baustelle und müssen die Baustelle abräumen. Und darum bringe ich den Jungs jetzt eine Container. Ja, kennt jemand, der einen kennt, der jemanden kennt, der eine Grube hat, wo man brechen kann? Ich frage mal ganz doof. Vielleicht irgendwo in Hamburg oder im Umkreis oder im Umfeld, vielleicht auch jemand Lust mit uns zusammenzuarbeiten, da kann er sich gerne mal melden. Ich habe nämlich eine Idee. Meine Ideen sind nicht immer so schlecht. So, ich muss los. Gott sei Dank, der Schnee ist weg, Leute. Ich bin so, if you're happy, if you know it, clap your hands. If you're happy, if you know it, and you really have to go it. If you're happy, if you know it, clap your hands, der Schnee ist weg. Das ist ein Asthma-Kranker, ja. Kennt ihr den mal? Auf geht das, wir müssen los. Engelchen macht hier seine erste Fahrstunde heute. Mit der Raupe. Er sagt, er hat noch nie Raupe gefahren. Ja. Ich bin ja heute Tracker, ich bin ja heute mit dem Dreiachser unterwegs. Vielleicht kommt mein Fahrer und löst mich ab, aber es ist echt heute schon wieder ein Tag, da könnte ich schon wieder im Dreieck springen. Das kostet mich schon wieder alles an hier, weißt du, das Wetter hier ist, das Schnee weg, ist alles matschig und kommst zu nix und Telefon klingelt wieder in einer Tour, was gut ist. Aber denn ja, fehlen dir die Leute und es ist alles. Ja. Heute ist wieder ein Scheißtag, aber gehört dazu, hast du immer. Guck mal, was wir gekauft haben, schönes bei Firma Winkler. Ja, wir haben uns Tanks bestellt jetzt und geholt. So sieht das nämlich aus. 900 Liter Tanks, aber geile Sache. Also coole Dinger sind das. Schön stabil, schön fest. Ja, also Winkler, danke. So Leute, ich habe hier Tragschicht, die will ich jetzt mal loswerden hier. Weil wir nämlich das Grundstück auch mal fertig machen wollen, die Baustelle hier. Ist gut oder was? Ja. Ja.
Engelchen, so viele Fans grüßen dich immer. Ja. Von dir kommt nie was zurück. Oh, tut mir leid. Also? Ja, also an alle Fans. Schöne Grüße. Da steht sie, Leute. Also, gerne bei Hansel Baumaschine anrufen und Raupe mieten. Oder bei Macke anrufen oder schreiben und Raupe mit Fahrer mieten. Beides möglich. Beides möglich. So. Wir bringen jetzt den Bagger hier weg. Der war ja im Einsatz. Wir haben da einen Abbruch mitgemacht, einen kleineren, beziehungsweise Engelchen. Aber für einen namhaften Kunden, der aber nicht genannt oder gezeigt werden möchte, muss man auch akzeptieren. Und ja, jetzt bringen wir den Bagger wieder zurück zum Platz. Und dann satteln wir um. Dann satteln wir um, dumm die dumm. Jetzt laden wir gerade ab. Viele Leute fragen sich ja oder haben gefragt, Gio, wozu hat die Polizei eine Raupe? Und ich habe jetzt drüber sogar einen kleinen Zeitungsartikel gefunden, sondern da wurde echt ein Stück Geschichte gekauft. Also ihr müsst mich unterstützen, ich will diese Raupe nicht zurückgeben, ich will die behalten. Das war die letzte Raupe in der Geschichte der Bundespolizei. Jetzt haben die keine mehr. Allein das ist schon ein Grund, sie zu behalten oder zu kaufen. Aber auch sie ist einfach geil. Die Joystick-Steuerung, noch ein schöner Diesel, nicht mit der ganzen AdBlue-Scheiße und Umweltkacke da, sondern das ist noch ein richtiger Diesel, wie so ein alter Hanomag, weißt du, die marschiert. Leute, vielen Dank nochmal an Willi Friedrich, die Autowerkstatt in Grauen. Wir hatten hier immer das Problem, diese Wand hat ja immer die ganze Zeit gequietscht, weil wir ja Leute ohne Gehirn hatten, die denn hier das Auto demoliert haben. Guck mal, wie kommen Beulen hier rein? Hier, guck mal hier. Aber man will nicht immer wieder von anfangen, aber das hat genervt. Du bist gefahren und immer, weil die ganze Wand war nämlich hier eingedrückt, bis in die Kabine ran. Jetzt haben sie das nämlich rausgezogen und festgeschweißt und jetzt sagt die kein Geräusch mehr. Also, Willi Friedrich, danke. Top Laden, in Grauen kann ich nur empfehlen. Also, es ist schön, dass es noch solche Werkstätten gibt, ehrlich und kompetent. Weißt du, fährst dahin, bap, bap. Wird erledigt, wird gemacht, ohne viel Blabla. Das ist immer viel wert. So, jetzt sind wir zum Bagger unterwegs. Ich muss mal gucken, wir brauchen einen Stemmhammer für den Bagger. Deswegen mal eben gucken im System, ob er einen Hammer drin hat. Weil sonst lohnt sich das schon eher, dass ein Bagger mit Hammer mietet, statt nur den Hammer. Weil dann muss wieder einer rauskommen, muss das wieder einstellen, muss dies, muss das. Das kostet nur mal 2000 Euro. Da kannst du einen Bagger mit Hammer 3 Monate mieten. Weißt du? Jetzt gucke ich da mal rein. Hier ist er. Shopping Queen. Ach, keine Ahnung, warum ich darauf komme jetzt. Oh. Oh, oh, oh. Warum will er nicht? Was ist hier los? So, wollen wir mal gucken im System hier. In unserem schlauen System. Betriebsart. Abbruchhammer. Kann man sehen, wie viel? 105 Liter, 2000. Mal ein Foto von machen. Jetzt habe ich kein Handy mit, ne? Oh, ich bin so blöd. Wo ist mein scheiß Handy? Scheiße, Mann. Oh, jetzt muss ich zum Auto rennen. Nein. Leute, ich habe ja einen Handyvertrag. Neun jetzt. Und ich war ja vorher bei den roten, da habe ich gewechselt. Jetzt bin ich woanders, bei den lilanen. Ich habe ganz vergessen, gestern mein Handy umzustellen, weißt du? Und jetzt habe ich gestern das vergessen und heute gucke ich, denke, Alter, was ist los? Kein Netz. Habe ich, hier, wie heißt das? Flugmodus an, aus, dies, das, geht alles nicht. Ich denke, was ist los? Bist mir ein, viel Scheiße, Alter. Ganz vergessen, ich habe einen neuen Vertrag. Wenn der Kopf nicht angeschraubt wird, wird sie auch vergessen, Bruder, was? So, Handy her, siehst du wohl. Leute, bestes Wetter, zu schön. Zu schön. Also ein Peace geht raus an die Bundespolizei. Wir haben einen netten Anruf gekriegt, ich wusste das gar nicht, weil wir diesen Bundesadler noch auf der Raupe hatten. Und den möchten wir bitte einmal abmachen. Haben wir natürlich auch gemacht, hier einmal der Beweis. Leute, ich habe fast geweint. Ne? Wir hatten hier richtig geile Raupenarbeit. Wir wollen hier nämlich schottern und Schotter einbauen und ich wollte das mit der Raupe machen. Jetzt ist hier Engelchen mit einem Bagger, weil, ich zeige euch das mal. Da hat er jetzt alles mit dem Bagger hier ausgekoffert. Hier.
bei dem Wetter ist das top, da können wir das ein bisschen abtrocknen lassen, alles. Hier haben wir das alles mit dem Bagger gezogen und geschoben. Ja. Weil die gute Raupe nicht läuft. Wahrscheinlich sind die Filter dicht, wenn die jetzt 5 Jahre stand mit Diesel im Tank, wahrscheinlich hat sich der Diesel abgesetzt. Habe ich fast geweint. Ich habe mich schon gefreut und ja, naja, Vorfreude ist die beste Freude, ne? Oder wie sagt man? Jetzt nächste Woche kommt, kriegt die Service und ich hoffe, dass sie dann läuft. Hier, weg. Zeichen ist weg. Hier war das Zeichen dran. Kann man das noch sehen? Irgendwie so ein bisschen. Ja, in der Sonne da so ein bisschen. Ne? Also, Zeichen ist weg. Also, an die Polizei. Ihr guckt ja meine Videos. Hanse Baumaschine hat sich gleich gekümmert. Hier, weg. Auf beiden Seiten. Jo. So, ich muss jetzt weiterfahren. Ich muss nämlich treggen. Ich bin von den Trägger-Babes.